Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute ein Thema aus der Praxis genommen, weil immer wieder höre ich und selbst auch erfahren, dass ein Arzt einen manchmal gar nicht so richtig versteht. Man hat ein Problem, man versucht es zu schildern, aber man wird irgendwie nicht ernst genommen oder nur oberflächlich behandelt. Vielleicht gibt es nur schnell irgendeine Medikation und fertig. Aber hat er uns wirklich verstanden und unser Problem gesehen? Naja, ich möchte darüber eine Sendung machen, eine Besprechung machen mit einer sehr empathischen Ärztin, die einen versteht. Sie hat auch mich verstanden und sie ist heute auch da. Ich stelle sie Ihnen gleich vor, bleiben Sie dran. So, und jetzt wundern Sie sich nicht, das ist natürlich wieder die Chefärztin der Swiss Mountain Clinic, Frau Dr. Petra Wichel, herzlich willkommen. Danke, Alexander. Ja, dass du die Patienten verstehst, da zweifle ich nicht. Aber es ist doch ein großes Problem, dass die Patienten heutzutage einfach nicht verstanden werden mit ihren Symptomen, wo sie am Arzt schildern. Ja, und ich denke mir, das ist ein Grundproblem, wohin die Medizin sich entwickelt hat. Und das ist manchmal, ich will da nicht hier jetzt irgendwo Kritik anmerken, aber ich will einfach nur mal so drei Situationen schildern. Da gibt es eine junge Frau, die hat ein sehr stressreiches Leben hinter sich und die kommt in eine physische und psychische Erschöpfung mit generalisierten Schmerzen, mit starken Schlafstörungen und mit auch panikartigen Ängsten, weil diese Schmerzen sie immer wieder auch ihr die Luft nehmen, und hat eine Odyssee hinter sich, dass der Hausarzt in seiner Hilflosigkeit sie zum Spezialisten überweist und dann braucht es 5 Wochen, bis der Termin dran ist und die Hoffnung ist so unglaublich groß. Und da ist gar nichts und man tut es ab und man findet nichts. Und dann braucht es beim nächsten Spezialisten 8 Wochen und die Hoffnung ist riesengroß. Und dann wird der nur, hat die Aufgabe, ein Tumorgeschehen auszuschließen und nichts passiert. Und der sagt aber, sie müssen zu dem nächsten Spezialisten. Und so ist ein halbes Jahr vergangen. Und auch laborchemisch für das, was man wissen will, ist nichts. Und sie hat da so eine Situation geschildert, dass die Hausärztin sagte, jetzt braucht sie nicht mehr wiederkommen. Die Spezialisten sagen, da ist nichts. Und dann ging sie in der Angst nochmal hin am Nachmittag, weil sie mit diesen Ängsten alleine war und die Schmerzen waren so groß und dann wurde sie schon am Schalter abgewiesen. So unter dem Motto, da ist nichts, also bitte gehen Sie, wir haben jetzt keine Zeit. Und das fand ich so kränkend und so darf man nicht mit Menschen umgehen. Und ich habe sie im Sommer kennengelernt und sie war jetzt wieder hier und war sehr berührend, als sie den anderen Patienten ihre Geschichte erzählte. Und es waren von Sommer bis jetzt Welten. Und es war innerhalb kurzer Zeit ganz klar, warum, wieso. Und ich will damit nur sagen, sie wurde nicht verstanden, weil man natürlich die Diagnostik auf etwas aufbaut und was jenseits dieses Geschehens braucht, um einen Menschen zu verstehen, zu dem ja auch ein Leben dazu gehört. Dem muss man schon zuhören, dass der also 15 Jahre immer nachts gependelt ist in seiner Nachtarbeit und wie viele Prozesse gar keine Zeit hatten, mehr langsam sich zu regenerieren. Und dann kam die Angst dazu. Ich habe bestimmt was ganz Schlimmes. Und das heißt also, durchs Zuhören eines Arztes hätte man eigentlich diese Diagnostik natürlich verringern können. Ja, und also vor allen Dingen auch noch, gestern war eine Dame da, die hatte mit 14 Jahren unglaubliche Schmerzen im Becken. Und es ging 2 Jahre, wo sie 2 Jahre extremste Schmerzen von 14 bis 16 hatte, bis man herausgefunden hat, sie hat Knochenkrebs. Ist das immer so eine lange Phase oder könnte man durchs Zuhören etwas schneller herausfinden? Also wer sich am Anfang keine Zeit nimmt, der weiß ja nichts. Der behandelt ja dann das Labor oder er behandelt das MRT. Ich muss ja als Arzt recherchieren und kombinieren können für das, was er mir erzählt. Für meine Begriffe sind das 80%. Der Diagnose steht schon nach dem ersten Gespräch, weil danach weiß ich ja, wonach kann ich suchen. Aber das sind ja Erfahrungswerte einer
erfahrenen Ärztin wie du aus dem Leben heraus, aber das ist ja nicht Bestandteil der Ausbildung, dem Patienten zuzuhören und zu kombinieren, ja, was du jetzt da gerade hörst, was die Ursache sein könnte. Ja, aber da, ich will das ja nur als Anlass nehmen, zu erklären, dass man die ganze Verantwortung auf eine Spezialistenebene gibt, die aber dann wirklich nur die kleinen Dinge nochmal für sich detailliert ausschließen. Aber doch nicht das Maß der Dinge sind. Das ist eine reine Labordiagnostik. Ja, und nicht zu sehen heißt doch nicht funktionell, immunologisch, zellulär, ist da nicht, wenn ich das nicht untersuche. Und deshalb ist doch dieser Hausarzt so wichtig, dieser Familienarzt so wichtig. Und deshalb sind auch Instrumente für Ärzte so wichtig. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber der Blick muss doch viel größer werden. Wir brauchen doch wieder Ärzte, die ein sehr weiteres und auch tieferes Wissen haben und erfahren. Wie sollen wir das denn lernen? Das lernen wir doch nur übers Leben und über die Menschen. Und ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Neurologen, weil der Parkinson-Patient hat gesagt, mein Neurologe ist sehr offen. Und würden Sie, ich komme doch immer zu Ihnen, auch zu Ines Forese, und wir arbeiten an diesen hohen toxischen Belastungen. Und da habe ich gesagt, aber sehr, sehr gerne. Ich kann mich mit ihm kurzschließen, damit er weiß, was wir hier tun. Und dann fand ich das auch sehr nett, dass einfach ein Mensch das nicht ablehnt, was der Patient tut. Das ist ja auch schon erstmal sehr positiv. Mhm. Und dieses Gespräch war in den ersten 5 Minuten sehr schön. Ich konnte ihm erzählen, was wir tun. Und dann bin ich natürlich einen Schritt weiter gegangen und habe ihm erzählt, was wir alles wissen über diesen Menschen. Und dann kam dann wurde die Tür zugeschlagen. Also das weiß man ja nicht. Was heißt hier Quecksilber? Wo kommt das Quecksilber her? Ach, Sie meinen Blei? Nein, das ist nicht möglich. Nein, das ist alles wissenschaftlich nicht bewiesen. Und da habe ich so gedacht, träumen Sie weiter. Ihnen rennt ja das Leben weg. Das sind die Dinge, die so eine Neurodegeneration mit beeinflussen. Wie soll's denn dann vorwärts gehen, wenn man sich in einer Hilflosigkeit als Neurologe für alle, aber auch alle Parkinson-Patienten die gleiche Therapie und gar nichts verändert als nur eine symptomatische Besserung, die immer mehr braucht, weil die Rezeptoren werden dann sensibel. Und da habe ich so gedacht, gut, dann lassen wir sie zu, die Tür. Und wie schön, da ist ein Mensch, der will weiter, der will verstehen, der nimmt sich in die Hand, es ist ihm wichtig, was er tut. Ich bin genauso wenig in der Lage zu wissen, was in 5 Jahren ist. Aber ich kann doch verstehen, was dieser Organismus für Belastungen in sich trägt, die auch eine Neurodegeneration zum Parkinson mit beeinflussen. Es ist nicht das allein, aber es ist die Kumulation dieser Dinge. Und da habe ich so gedacht, du verstehst mich auch nicht, weil du bleibst in deinem Weltbild. Und wir sprechen hier nicht über eine informative Ebene, wir sprechen über Fakten. Das sind Labore, die mir bescheinigen, hohes Aluminium. Aluminium ist hirnschrankengängig. Und da habe ich so gedacht, wie schade, wie gut, dass dieser Kollege es zulässt und der Patient auch sehr offen mit ihm bespricht. Aber es wird niemand, glaube ich, sein. Ich dachte, ich kann ihm eine Tür öffnen. Mhm. Ich dachte, ich kann ihn dafür gewinnen, dass er sagt, Mensch, das ist ja hochinteressant. So bin ich in meinem Leben immer weitergekommen. Ich habe zugehört, habe gedacht, das ist ja toll, das habe ich gar nicht gewusst. Na, aber selbstverständlich, wir müssen der Sache nachgehen. Nein. Also, und das Dritte, was mir aufgefallen ist, eine Patientin hat einen Brusttumor und mit aller Wahrscheinlichkeit ist das ein Brustkarzinom. Und das ist ja kein Notfall, das ist jetzt da und man kann erstmal recherchieren, aber sie möchte nicht einfach, dass man eine Biopsie macht, sondern sie möchte, dass es entfernt wird. Darf ich noch kurz, du sagst Brusttumor und Brustkarzinom, vielleicht. Ich mag das Wort Karzinom aber nicht. Aber gibt es einen Unterschied? Nee. Das ist schon das Gleiche. Nein, also erstmal ist es ja eine Geschwulst noch. Mhm. Das Karzinom ist noch gar nicht bestätigt. Ah. Aber ich mag dieses Wort Krebs einfach nicht. Nein. Ich suche übrigens nach einem neuen Wort. Wenn Sie mir helfen, wäre ich sehr dankbar. Mhm. Und dieser Tumor ist da, der ist fassbar und dieser Tumor sollte entfernt werden. Das möchte die Patientin auch, aber es führt keinen Weg hin.
Und das finde ich traurig. Warum versteht? Na, es findet sich kein Chirurg, der sagt, ich entferne den und dann werden wir ihn histologisch untersuchen und den nächsten Schritt besprechen, sondern wir wollen erst wissen, was es ist. Und dann entscheiden wir, ob die Brust oder brusterhaltend oder Bestrahlung. Und es ist alles für die Patientin nicht interessant. Das darf sie doch selbst entscheiden. Ja, aber sie findet kein Chirurgen. Aber wir wissen doch heute auch eine Biopsie, da wo man mit der Nadel reingeht. Und wenn man es rauszieht, kann man ja ganz viel Gewebe Alexander, versorgen. Deshalb reden wir über Verstehen. Warum folge ich einem Leitbild, das mir vorgegeben wird und mache das nach Schema F für einen Menschen, der verantwortungsvoll sagt, ich stehe dazu, mich dieses Tumors zu entlasten und egal, was da rauskommt, dann beginnt für mich die Arbeit, das weiß ich. Aber die wird nicht beginnen, indem ich einem Plan folge, den sie mir vorführen, sondern ich werde entscheiden, welchen Weg ich gehen möchte. Und das ist das Verstehen. Wir haben heute mittlerweile sehr viel mündige Menschen. Wir haben heute ein sehr großes Bewusstsein bei den Menschen. Die beschäftigen sich, mit ihrer Krankheit. Die kommen auch in die Eigenverantwortung. Das ist nicht eine gewisse Schuldzuweisung, dass es passiert, sondern das konnte passieren. Ich habe mich verloren in meinem Leben allein. Ich habe nur gesorgt für andere Menschen und. Aber ich will nur damit sagen, das ist so schade, dass wir diese Offenheit in der Medizin auch nicht leben oder dass wir uns so weit mit diesen Menschen beschäftigen, dass wir sagen, das akzeptiere ich. Wir werden ihn entfernen, wir werden ihn histologisch untersuchen und dann können sie nachher, natürlich müssen sie das doch in ihre Hände nehmen, auch sich Partner suchen, die sie weiter begleiten. Und das geht doch, das, was 10 Jahre gebraucht hat, ist doch nicht damit getan, nur zu entfernen, sondern ein Tumorgeschehen ist immer ein großes Geschehen. Da sind viele Mechanismen, die dazu beigetragen haben, einschließlich Vitamin D, haben wir gesprochen, schon lange. Und ich möchte vielleicht auch nochmals eingreifen, weil ich höre immer wieder, ach, ich spüre ein Knötchen und das muss ja dann wirklich in 2 Wochen muss das weg. Mhm. Aber wenn man es spürt, ist es ja schon mindestens 7 Jahre alt. Ja, ja, natürlich. Warum diese Panik, in 2 Wochen muss es raus? Das ist ja, was ich mich auch immer frage. Wer macht denn hieraus einen Notfall? Und wer hat natürlich dann immer sofort das Schlimmste im Blick? Ja? Und die Menschen gehen wirklich rasant auf einmal durch die Hölle. Und letztendlich ist es manchmal eine Kalzifizierung, manchmal ist es ein Fibrom oder ein gutartiger. Also ich will damit nur sagen, es ist schwer, dass viele, viele Menschen sich heute nicht mehr verstanden fühlen, weil wir ein Instrumentarium in die Hand bekommen haben, wir Ärzte, dass wir nur noch diesen Dingen folgen und wenn die gut sind, wir haben ja komplementärmedizinisch wirklich ganz andere Untersuchungs- und Laborprogramme. Mhm. Ist ja interessant, die haben ja in die normale Medizin gar keinen Einzug gehalten und das Wissen muss erweitert werden und Ärzte müssen, glaube ich, anders ausgebildet werden. Die müssen von unten herauf auch Gelegenheiten kriegen, in ihren Ausbildungszyklen, glaube ich, ihren Blick zu öffnen, um Menschen besser zu verstehen. Und das macht mich irgendwie sehr traurig, im Moment das zu beobachten, weil ich dieses Feedback erkenne und auch die Hilflosigkeit erkenne, die Ärzte schon gar nicht mehr haben. Und ich werde nicht das Argument der Zeit jetzt irgendwo ansetzen und dafür Verständnis haben. Dafür habe ich kein Verständnis, weil da sitzt mir ein Mensch gegenüber. Das ist nicht irgendeiner. Da sitzt mir ein Mensch und der braucht eine Lösung. Und das kann ich nicht in 5 Minuten klären. Dann arbeite ich nur an symptomatischer Ebene und diese Menschen rutschen in eine Chronizität, die wir auch medizinisch zu verantworten haben, für meine Begriffe. Und das ist traurig. Das ist traurig. Ich mag mich noch erinnern, zu meiner Kindheit gab es noch diese Hausärzte. Und der Hausarzt hat eigentlich dann wirklich die Familie gekannt, die Geschichte dahinter, die Eltern und. Das fand ich eigentlich so eine als Vertrauensperson. Das ist so. Und ich durfte das ja 17 Jahre sein.
Und für mich ist das der allergrößte Traumberuf überhaupt, wenn man gerne Arzt ist, für diese Menschen auch zu sorgen. Ja, man gehört zur Familie fast, oder? Man gehört zur Familie, man wird eingeladen zur Konfirmation, man besorgt eine Lehrstelle, man besorgt eine Wohnung, es ist viel, viel mehr, aber es ist Betreuung, es ist Fürsorge und es ist ein Vertrauensverhältnis. Und manchmal braucht es dann wirklich nicht so viel, weil man weiß, was hat es wieder ausgelöst, weil ich weiß um die Dinge, die bei euch sind. Und das hilft unglaublich. Medizin ist kein wissenschaftlicher Beruf, das ist ein Erfahrungsberuf. Das ist ein Beruf, sich in den anderen hineinzufühlen. Und das ist auch, natürlich brauchen wir als Ärzte unsere Voraussetzungen. Aber wir haben eine Ausbildung, die uns den Menschen als, neulich mal in diesen schönen Gesprächen haben wir über Maschine gesprochen, aber wir werfen was ein und das hilft und weg. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und die Probleme werden immer größer und die Menschen werden immer jünger. Und wir müssen wieder ein gesundes Fundament schaffen. Und das müssen wir durch Miteinander. So. Du hast vorhin das Wort erwähnt, Erfahrungsmedizin. Mit dir Arzt sein ist eine Erfahrungsmedizin. Mhm. Aber diese Leute, die eigentlich diese strenge Ausbildung zum Arzt machen, werden ja eigentlich nicht in die Erfahrungsmedizin einbezogen, sondern sie lernen eigentlich mal chemische oder biologische Organe, Mechanik. Sie lernen den Menschen als mechanisches Maschine kennen, oder? Und das, was du sagst, ist ja denen völlig fremd, logischerweise auch, oder? Aber die werden alle super gute Ärzte, wenn sie sich öffnen und über 20 Jahre praktizieren. Klar. Also müssten wir uns eigentlich als Konsumenten sagen, wenn ich zu einem Arzt gehe, muss ich mal fragen, wie alt das er ist. Mhm. Hat er schon Erfahrungen oder nicht? Mhm. Eigentlich. Und auch dann kann ich nicht sicher sein, wenn er sich wieder einer so verschließt. Ja, klar. Und durch dieses, ich meine, der Arzt, das Weltbild des Arztes, das war früher wie ein Weltall. Und jetzt hat sich das elektronenmikroskopisch exakt minimiert. Und wenn ich etwas loslöse vom Ganzen, kann ich es nicht klären. Das obliegt einem Chirurgen, das obliegt einem Notfallmediziner, das ist gar keine Frage, unglaublich hochwertig und wunderbar. Aber das andere, das braucht ein, ich glaube, es muss wieder den Arzt geben, der die Dinge in der Hand hat, auch aus Erfahrung und Wissen, und Fürsorge schon zu deichseln und zum Spezialisten überweist. Aber jetzt geht ganz schnell immer die Überweisung. Jetzt wird ganz schnell ein MRT gemacht. Jetzt wird ganz schnell, weil es floriert alles dadurch. Und eigentlich ist es also manchmal schon an der Basis zu klären. Aber ich sehe jetzt auch keinen Trend umkehren. Im Gegenteil, ich sehe es eigentlich jetzt sogar, wenn ich mir das überlege, dass es eigentlich noch extremer wird. Also ich meine, letztendlich hat der Körper mit dem Menschen nicht mal mehr ein Immunsystem. So wird es eigentlich propagiert, oder? Man muss das Immunsystem triggern, man muss es impfen, man muss es machen und immer von außen, aber nicht von innen heraus. Ja, mich berührt es, wenn Menschen sagen, nee, brauche ich gar nicht hingehen. Ich gehe zum Arzt seit Jahren nicht mehr. Ich habe meine Heilpraktikerin, die achtet auf mich, die macht Fürsorge, die hilft mir. Die geht ja mit einer größeren Sanftheit her. Mhm. Also das ist schon wunderbar, wie diese Berufsgruppe der Naturärzte und Heilpraktiker immer wieder ausgleichend auch wirkt, was auf der anderen Seite gar nicht annähernd im Blick eines Arztes ist, nach einer Antibiose zum Beispiel, wirklich dass die Symbiose wiederherzustellen und so weiter. Und das ist doch nicht gut. Das ist doch nicht gut, wenn ich nicht mehr Vertrauen habe zu dem und weiß, ich werde sowieso nur mit einem Rezept nach Hause geschickt. Das ist für viele Menschen vielleicht in Ordnung, aber das Bewusstsein der Menschen wächst, 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 wächst. Ich habe mal einem deutschen Arzt vorgeschlagen, er soll doch mit dem Heilpraktiker zusammenarbeiten. Mhm. Fand er super Idee, aber das ist, glaube ich, in Deutschland sogar verboten. Ich weiß nicht, ob es verboten ist. Ich war nur damals unglaublich dankbar, als ich niedergelassen war. Die eine Heilpraktikerin hat sich mit Dunkelfeld beschäftigt, die andere mit Colon-Hydro. Und dann kamen die Fragen retour, was mache ich jetzt? Machen Sie bitte Colon hier, unbedingt brauche ich ein Dunkelfeld. Und so
Also es war unglaublich schön, diese Zusammenarbeit. Unglaublich schön und das ist ein Traum, aber das müsste ein viel größeres Miteinander-Netzwerk werden. Aber das braucht natürlich Menschen, die eine große Offenheit haben und auch ein Zugeständnis, dass man vielleicht diese Dinge gar nicht weiß, aber sie sind wertvoll. Wollen wir noch abschließend einen Appell an die Zuschauer richten? Was würdest du den Zuschauern empfehlen, wenn sie sich nicht verstanden fühlen? Naja, also ich denke, man braucht für sich seinen Arzt und auch der Arzt braucht seine Patienten. Das heißt, da muss ein großes Miteinander sein im Verstehen und im Vertrauen. Das heißt, ich würde mich unglaublich unverstanden fühlen, wenn mein Problem einfach mit einem Medikament nur behandelt wird, sondern ich bekomme jetzt nicht eine Lösung oder so, fühle mich da nicht auch hinterfragt, warum und wieso. Und deshalb, die Patientin, die wir eingangs besprochen haben, hat gesagt, seitdem mir klar wurde, was es braucht, habe ich all das gefunden und manchmal vor Ort. Vor Ort die ganzheitliche Zahnärztin. Es war nicht weit, die Ärztin zu finden oder die Heilpraktikerin, aber ich habe das alles gar nicht gewusst. Und ich glaube, wenn man sich auf den Weg macht und dank eures Gesundheitssenders entsteht ja immer mehr, so auch im Schneeballprinzip, immer mehr wird eine Botschaft hinausgebracht. Es muss in einem Miteinander und medizinisch, glaube ich, sind auch wir Ärzte gefordert, uns damit zu beschäftigen. Und Menschen müssen da vielleicht selber auch erkennen lernen, dass da noch viele andere Dinge da sind und auch Zweitmeinungen sich holen, wenn sie merken, mein Arzt kommt da an Grenzen. Ja, ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, wir haben in der Schweiz immer mehr so kleine Zentren, da geht man hin und hat jedes Mal wieder einen anderen Arzt. Und ich sage es nicht gern, aber manchmal fühlt mich so ein bisschen eine Überheblichkeit oder eine Ignoranz, spürt man im Bereich der Diagnostik oder im Abhandeln des Problems, weil der nächste Patient ist schon wieder da, der Wartezimmer ist voll. Also man hat nicht das Problem, dass man zu wenige Kunden hat, man sagt Patienten, sondern man ist eigentlich chronisch überfordert. Und dieser Zustand führt wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen darin, dass man sich keine Zeit mehr nimmt, oder? Ich habe früher so, ich hatte ein Kind und das war 1,5 Jahre, oder wir. Und immer wenn ich das in den Kindergarten gab, morgens, dann kam die Ordensschwester und hat es mir abgenommen. Eine junge Ordensschwester. Und sie hat mir als Mutter das Gefühl gegeben, dass das ihr wichtigstes Kind ist. Aber das Gefühl hat sie jeder Mutter gegeben. Cool. Und ich glaube, wenn wir diese Einstellung als Ärzte auch haben, du bist mir der Wichtigste und da können 20 Leute draußen sein, dann entsteht da auch ein anderes Miteinander. Und dann bin ich auch bereit als Arzt zu sagen, ich bestimme, wie lange ich dir jetzt hier Zeit gebe und die anderen müssen das auch akzeptieren. Und ich verstehe das Zeitproblem, aber jeder erwartet das. Und dann muss man nochmal die Dinge überdenken. Aber so ist es nicht gut, wie es jetzt läuft, oder? Nein, ich meine nicht nur, dass das Problem nicht erkannt wird, es gibt ja noch die Komponente der Psyche. Wenn man ja wirklich von einem Arzt so abgeholt wird, dann wissen wir heute ja auch aus der Psychoneuroimmunologie, aus der Psychosomatik, dass ja das schon die halbe Miete für die Heilung ist, wenn man nur mal verstanden wird. Und wenn ich meine Schmerzen auch einordnen kann, dann will ich sie auch ertragen. Aber wenn jeder sagt, da ist nichts, dann kann ich sie nicht einordnen. Dann denke ich, wenn du es nicht weißt und mich da und da hinschickst und jeder sagt, da ist nichts, dann bin ich irgendwann für dich ein Hypochonder und kann doch gar nichts tun, weil ich bin doch in mir gefangen. Und das ist grausam, so ein Gefühl für Menschen, sich nicht verstanden zu fühlen. Und ja. Hatten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer noch so die freie Wahl, einen Arzt immer wieder zu wechseln? Wissen Sie in Deutschland, also wenn ich da nicht zufrieden bin, kann ich einfach wechseln und wechseln, bis ich jemanden finde? Oder ist das auch ein bisschen problematisch? Ach, ich weiß nicht. Also natürlich gibt es da auch die Hausärzte, die zugewiesen sind, beziehungsweise denen ich verpflichtet bin durch einen extra Beitrag. Aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau.
Aber es ist schon gut, wenn ich vielleicht allein, es geht um mich und es geht um meine Gesundheit, wenn ich jemand finde, dem ich mich auch wohlfühle, wohlfühle und der bemüht ist. Denn manchmal sind es ja auch Dinge, die verstehe ich vielleicht nicht, aber ich versuche sie für dich zu klären. Oder ich versuche dich dahin zu bringen, der es besser versteht. Und das ist nicht immer irgendwo nur die Fachgruppe, die Spezialisierung. Das muss man einfach wissen. Und glaube, Menschen, die durch dich und durch diese Aufklärung so gut und die Kongresse online jetzt, oh, das ist schon ein tolles, tolles, tolles Arbeiten. Also es ist auch ein tolles Arbeiten, Energie nicht zu verschwenden. Ja, wenn ich so zurückblicke, 17 Jahre als Hausärztin und anderen Plan, das war gar nicht so einfach. Die Menschen haben es gar nicht so verstanden. Diese Zeit ist völlig vorbei. Menschen verstehen, Menschen lesen, Menschen werden immer bewusster. Und wir müssen da aufpassen, medizinisch, dass wir da nicht irgendwo stehen bleiben. Wir müssen da mit und wir müssen von der Basis mit. Und wir müssen da auch, glaube ich, sehr viel reformieren. Und der Paradigmenwechsel wird von Seiten bewusster Menschen schon gut praktiziert, aber auch medizinisch kostet das, glaube ich, nochmal ganz viel. Und ich wünsche mir von Herzen, ich bin ja jetzt so in der Phase des Lebens, wo ich jetzt noch alles rausschicken kann, aber auch nur noch für eine Zeit, so, und dass wir die Jungen erreichen. Das ist so wichtig. Ganz herzlichen Dank. Liebe Petra, gerne, herzlich. Sehr gerne. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich kann mir nur von Herzen wünschen, dass Sie auch den Arzt oder die Ärztin finden, die Ihnen zuhört, die empathisch ist und wirklich aufs Problem eingeht und die Ursachen sucht für Ihren Weg, sodass Sie sich wirklich verstanden fühlen. Und dazu alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.